Ja, Gott will uns ein Geschenk machen. Ein riesengroßes Geschenk. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht geht es dir wie Heidrun. Ich darf sie ja selbst kennen, ist seit 13 Jahren hier bei uns in der Gemeinde. Und ihr Leben ist wirklich ein lebendiger Beweis dafür, Gott geht uns nach. Vielleicht möchtest du in deinem Leben mit ihm nichts zu tun haben. Vielleicht hast du auch negative Erfahrungen gemacht mit Gott oder mit Christen auf dieser Welt. Und ich denke, jeder macht das übrigens, habe ich auch schon gemacht. Aber ich möchte dir eines sagen, schau nicht wegen Christen, die vielleicht manche Dinge nicht richtig machen, schau nicht am Eigentlichen vorbei. Und das ist an der Person von Jesus. Ein großes Geschenk möchte uns machen, übrigens auch der Gottesdienst. Wir hoffen, dass er ein Geschenk ist für euch mit den Teams und so. Wir bereiten uns immer wieder vor, auch im Gebet. Wir möchten, dass Menschen, wenn sie hierher kommen, spüren, dass etwas hier ist in der Atmosphäre, etwas von der Liebe, etwas von der Sehnsucht Gottes, dass man das wirklich erfahren darf. Und ich möchte euch als Gemeinde, als Kirche an dieser Stelle ein großes Kompliment aussprechen, dass ihr kommt, trotz diesen ganzen Auflagen, dass ihr hier seid im großen Saal, dass ihr im kleinen Saal seid, dass ihr in der Zürich Lounge seid, dass ihr zu Hause übers Internet mit uns verbunden seid. Ich freue mich sehr. Wir wollen weitermachen. Wir wollen die beste Botschaft, die es gibt, wollen wir weiter verkündigen. Nun, dieses Geschenk von Gott, wir haben es von Heidrun gehört, kommt nicht einfach in unser Leben, sondern es gibt ein Problem, dass wir dieses Geschenk von ihm nicht einfach erfahren. Seit in der Bibel folgendes, das Grundproblem liegt darin, dass wir wie die ersten Menschen den Bund mit Gott übertreten haben und dass wir Gott untreu geworden sind. An einer Bibelstelle heißt es, eure Schuld, sie steht wie eine Mauer zwischen euch und eurem Gott. Eure Sünden verdecken ihn, darum hört er euch nicht. Und man könnte ergänzen, das ist auch der Grund, warum wir Gott nicht hören. Weil da etwas zwischen ihm steht und uns. Die Bibel sagt dem Sünde oder Schuld und ich kann mir vorstellen, das ist gar nicht so einfach nachzuvollziehen. Ja, was ist denn das Sünde und Schuld? Warum müssen die Kirchen immer darüber sprechen? Wir sind doch eigentlich alles gute Leute. Aber ich denke, manchmal vergessen wir, was es bedeutet, dass Gott ein heiliger Gott ist. Bei Gott ist absolut keine Sünde vorhanden. Bei ihm, er ist absolut rein, er ist absolut heilig, er ist vollkommen in allem, was er tut und sagt. Und ich denke, wenn wir das von uns behaupten würden, dann hätten wir Mühe, denke ich, über längere Zeit so eine Auffassung aufrechtzuerhalten. Schaut, ich denke, wenn wir ehrlich sind mit uns selbst, wenn wir ehrlich sind in Bezug auf unser Leben, auf unsere Gedanken, auf unser Handeln, auf unseren Umgang mit Menschen, dann müssen wir sagen, hey, wir alle haben uns irgendwo schuldig gemacht. Wir alle sind in unserem Leben durch Zeiten gegangen oder stehen immer noch darin, wo wir eigentlich mit dem Gott, der eine Beziehung zu uns will, wo wir dieses Angebot von ihm ablehnen. Wir haben die letzten Sonntage ein bisschen untersucht, wie wir als Menschen eigentlich unser Glück zum Beispiel finden. Und wir haben alle festgestellt, dass wir unser Glück nicht in der Beziehung zu Gott gesucht haben, sondern im Geld, in der Ausbildung, in Beziehung, in der Gesundheit und vielen anderen Dingen. Ja, wir haben diese Gesinnung, ich denke, der Gesellschaft übernommen, so wie Heidrun es auch erzählt hat, kommst auf Zürich, hast einen guten Job, lernst Mann die Karriere, und die Karriere kennen, hast Kinder, ein gutes Zuhause, hey, was willst du noch mehr? Und wir stellen manchmal gar nicht fest, dass wir so viel auf die Dinge dieser Welt setzen und am Eigentlichen, an der Beziehung zu Gott vorbeigehen. Und ich denke, das trifft für die allermeisten Menschen zu, dass wir nicht aktiv nach ihm fragen. Oder wir haben uns auch die Frage gestellt, wie kommt es, dass wir uns die Frage stellen, warum lässt Gott das zu, während wir es auf der anderen Seite zulassen, dass wir unsere Freiheit und unseren freien Willen dazu gebrauchen, hey, mit anderen Menschen umzugehen auf eine Art und Weise, sagen wir mal so, die nicht bühnentauglich ist.
Ich denke, wir alle kennen so Situationen zu Hause, im eigenen Umfeld, wo wir mit Kindern, mit Ehefrau, mit Ehemann, mit unseren Eltern auf eine Art und Weise umgegangen sind, wofür wir uns alle schämen, wo wir Worte gesagt haben, die wir uns wünschten, wir hätten sie nicht gesagt, wo wir Dinge getan haben, die wir in unserem Leben bereuen oder vielleicht für die wir uns immer noch verteidigen, aber wir wissen eigentlich, durch unsere Handlungen, durch unsere Taten haben wir andere Menschen verletzt. Und wie schnell geschieht es dann, wenn wir Dinge gut gemacht haben, dann waren wir die Heroes. Und wenn Dinge schlecht laufen im Leben, kommt schnell, früher oder später irgendwo diese Anklage. Vielleicht warum lässt Gott das zu oder warum ist das Leben so ungerecht mit mir? Und wir stellen uns gar nicht wirklich die zentrale Frage, was muss ich tun, dass ich mich verändern kann, dass mein Leben verändert wird, dass mein Herz erneuert wird und ich einen Beitrag leisten kann an Positives im Leben von anderen Menschen. Und wir haben uns ebenfalls etwas unter die Lupe genommen im ganzen Thema der Selbstverwirklichung. Und ich denke, wir alle, wir finden uns darin, wir haben für die Selbstverwirklichung gelebt, ohne nach Gott zu fragen. Hast du gewusst, dass wir in der Schweiz eine Statistik haben über die Einsamkeit der Menschen? Hast du gewusst, dass jeder dritte Mensch ab 15 in der Schweiz sich einsam fühlt? Jeder dritte Mensch, Bundesamt für Statistik sagt das. Und wir tun uns so schwer, gerade in den Beziehungen, gerade in herausfordernden Beziehungen, anstatt den Dialog zu suchen, anstatt Versöhnung zu suchen, anstatt das Gespräch zu suchen, ziehen wir uns vielleicht zurück, brechen Beziehungen ganz ab. Und wir tun das nicht nur in Bezug auf Menschen, sondern hey, wir suchen nicht wirklich die Beziehung, wir suchen nicht wirklich diese Entscheidung in unserem Leben zu treffen, hey, warum lerne ich nicht wirklich Gott kennen? Wie viele Menschen auf dieser Welt haben sich die Frage einmal echt gestellt, Gott, was willst du? Wie viele Menschen auf dieser Welt haben sich einmal die Frage gestellt, hey Gott, wenn es dich gibt, was möchtest du von meinem Leben? Warum bin ich eigentlich hier? Was möchtest du mit meinem Leben? Soll ich dir, will ich dir die Führung meines Lebens anvertrauen? Und irgendwo, wenn wir über all diese Dinge nachdenken, dann sagt die Bibel es so, es gibt keinen, der gerecht ist. Es gibt keinen, der ohne Schuld ist. Es gibt keinen, der wirklich nach Gott gefragt hat. Wir alle Menschen sind in unserer Selbstsucht schuldig vor Gott geworden. Oder jemand hat es einmal so gesagt, hey, all die Jahre unseres Lebens suchen wir nicht nach Gott. Warum sollte Gott dann am Ende unseres Lebens uns suchen und nach uns fragen? Oder die Bibel sagt es so, wenn wir nicht in dieser Lebenszeit Gott wirklich suchen und die Beziehung zu ihm suchen, dann werden wir auch in der Ewigkeit ohne Beziehung zu Gott sein, in der Trennung von ihm. Und irgendwie ist eigentlich ein sehr ernster Einstieg in dieses Thema über das Geschenk Gottes. Aber genau hier kommt eigentlich in der Bibel das große Drehmoment hinein. Und das Drehmoment in der Bibel, das ist die Liebe und das ist die Güte Gottes. Irgendwo in der Bibel von Anfang an hindurch strahlt eine Eigenschaft von ihm zu uns Menschen durch, die wir eigentlich gar nicht verdient hätten. Es heißt nämlich über ihn, Herr, wo ist ein Gott wie du? Du bleibst nicht für immer zornig, sondern du liebst es, gnädig zu sein. Wow. Weißt du, wenn du das Herz von Gott verstehen willst, dann musst du eines wissen. Wenn Gott etwas liebt, dann liebt er es nicht in erster Linie gerecht zu sein uns gegenüber. Dann hätten wir nämlich Strafe verdient, dann hätten wir Trennung verdient von ihm. Sondern wenn er etwas liebt, dann liebt er es, gnädig zu sein. Und gnädig zu sein bedeutet, dass Gott uns nicht das gibt, was wir verdienen würden, sondern dass er weit Besseres für uns als Menschen hat. Und das heißt in dieser Bibelstelle, die wir auch schon gelesen haben in der Serie, denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn
für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde gehen wird, sondern das ewige Leben haben wird. Ich kann mich erinnern, ich habe als kleiner Junge einmal so einen kleinen Cartoon bekommen, aufgeklebt auf einem Hölzchen, das man so aufhängen konnte. Und da war ein kleines Männchen drauf. Und das kleine Männchen hatte so proportional gesehen ungefähr 3-mal so lange Arme wie ein Körper. Und die Arme waren ausgestreckt und darunter stand: Ich liebe dich so sehr. Also dieses Bild ist mir geblieben. Und ist eigentlich genau das, was Gott sagt. Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er sein Bestes für sie hingab. Ich denke, alle Geschenke, die wir bekommen haben, haben uns etwas von der Güte von anderen Menschen gezeigt, ohne Zweifel. Aber weißt du was? Wer von uns hat es erlebt, dass jemand das Allerbeste, das er gehabt hat, für jemanden gegeben hat, für dich gegeben hat? Eines ist sicher, Gott gab seinen Sohn hin. Und damit meint die Bibel, dass er bereit war, auf das Leben seines Sohnes zu verzichten. Dass er bereit war, seinen Sohn sterben zu lassen für uns. Damit wir durch den Glauben an ihn Leben bekommen. Und wie gewaltig das war, ich denke, das sehen wir etwas in dem Moment, als Jesus an diesem Kreuz gestorben ist. Da ist nämlich etwas geschehen. Im Tempel von Jerusalem, dort hing ein riesiger Vorhang, der war ungefähr 13 Meter hoch, 9 Meter breit und ungefähr 10 Zentimeter dick. Und als Jesus am Kreuz von Golgatha starb und unsere Sünden auf sich genommen hatte, und Jesus sagte, es ist vollbracht, da geschah etwas, das eigentlich menschlich unmöglich war. Und zwar zerriss dieser Vorhang im Tempel von oben nach unten. Und der Vorhang hatte eigentlich keine andere Funktion, als dem Menschen zu sagen, hey, du darfst hier nicht weiter in den Tempel hineintreten. Denn das, was dahinter ist, symbolisiert die Gegenwart von Gott, symbolisiert die Herrlichkeit, die Heiligkeit von Gott. Es war dem Priester nur erlaubt, einmal im Jahr nach dort hinten zu gehen. Und Gott ließ es zu, dass dieser Vorhang, der über Jahrhunderte schon in der Stiftshütte gehangen hatte, dass der zerrissen ist. Und weißt du, damit gab Gott der ganzen Menschheit ein Zeichen, nämlich der Weg zu mir ist frei. Der Weg in meine Gegenwart, der Weg zu meiner Heiligkeit, der Weg zu meiner Gerechtigkeit, der Weg zu meiner Person, der Weg zu meiner Liebe, der ist frei. Du kannst kommen. Es ist ungefähr so, wie vielleicht, wenn du jemanden besuchen möchtest und die Tür ist zu und jemand und der andere reißt die Türe auf und sagt, hey, komm inne, komm inne. Und weißt du, Ich hoffe, es gelingt mir an diesem Morgen etwas von diesem Herzen von Gott, das er für dich und für dein Leben hat, dir so ganz nahe zu bringen. Dass du diese Sehnsucht dieses Vaters im Himmel an diesem Tag spüren darfst. Weißt du, ich weiß, manchmal denkt man ja an den Freikirchen, das sind so etwas vielleicht die religiösen Fanatiker. Und ich verstehe manche Vorurteile, die Menschen auch haben und lasse auch vieles stehen. Aber weißt du, ich möchte dir etwas sagen. Ich habe in meinem eigenen Leben diese Güte und diese Gnade von Gott erfahren. Diesen Moment, wo Gott einfach spricht und wo sagt, Matthias, du kannst so wie du bist kommen. Du kannst kommen wie du bist. Und weißt du, und Gott sieht in meinem Fahrwasser, er sieht all die Fehler, er sieht meine Sünden und er sagt als der Heilige Gott, du kannst kommen, der Weg ist offen, die Tür ist offen. Weißt du, wo ist jemand, der diese Sehnsucht hat nach deinem Leben? Und zwar egal, was du getan hast. Ich weiß, wenn meine Frau mich schräg anschaut, weiß ich jeweils schon, dass es einen Grund dafür gibt. Wenn ich zu ihr auf Distanz gehe, weiß ich auch, es gibt einen Grund. Aber weißt du was, es gibt jemanden, und sein Name ist Gott, der Vater im Himmel.
Der ist einer, der nicht auf Distanz geht zu dir, sondern der, egal was du getan und wie du gelebt hast, der sagt, hey, Türen nicht auf, Türen nicht auf. Was Jesus getan hat, er hat durch seinen Tod am Kreuz diesen Zugang zum Allerheiligsten, diesen Zugang zu Gott geöffnet, ein für alle Mal. Und lass mich dir noch etwas erklären, was das heißt, das bedeutet. Hey, dass Gott nun etwas Neues in unserem Leben bewirken will. Es bedeutet, dass Gott uns nicht nur unsere Sünden vergeben will, sondern es bedeutet, dass Gott ein neues Leben in uns hineinlegen will. Lass mich das noch kurz etwas umschreiben. Was bedeutet das, wenn wir das Geschenk von Gott erfahren? Was bedeutet das, wenn wir das annehmen? Wenn wir diese Annahme von Gott annehmen? Das bedeutet zunächst einmal, hey, dass Gott uns all unsere Sünden vergibt. Ich habe eines festgestellt, Menschen vergessen nie. Hast du das auch mal festgestellt? Und wenn es irgendwo hart auf hart kommt, Menschen können dir Dinge vorhalten, die schon 10 Jahre her sind. Weißt du, was über Gott steht? Er nimmt deine Sünden und sinnbildlich erwirft sie in die tiefsten Orte des Meeres. Damals kannten sie, glaube ich, den Marianengraben noch nicht. Aber es war eigentlich ein Bild dafür, hey, weißt du was, Gott wirft es weg und er wird es nie mehr hervornehmen. Weißt du was, das bedeutet, hey, du darfst durch den Tod von Jesus, wenn du zu ihm kommst, etwas in Anspruch nehmen. Wenn du vor Gott kommst, der Teufel klagt dich an, dein eigenes Gewissen klagt dich an, so nach dem Motto, ich weiß, was du getan hast, Gott wird sagen, ich habe von nichts eine Ahnung. Ich habe von nichts eine Ahnung. Selbst wenn du sagst, aber du weißt doch, ich habe, wird Gott sagen, ich weiß nicht, wovon du sprichst. Ich sehe nur eines, ich sehe ein Herz, ich sehe einen Menschen, dem komplett vergeben worden ist. Und weißt du, das Zweite, was wir bekommen, ist Gerechtigkeit. Gerechtigkeit bedeutet, dass Gott uns so ansieht, als hätten wir unser Leben lang alles richtig getan, um vor Gott zu bestehen. Ich denke, jeder von uns weiß genau in seinem Leben von Situationen, wo er sich gesagt hätte, ich würde es anders machen. Oder ich habe etwas nicht getan, was ich hätte tun sollen. Und Gott sagt, ich gebe dir die Gerechtigkeit von Jesus Christus. Ich gebe sie dir, als wäre sie deine eigene. Und wisst ihr, noch etwas gibt uns Gott, er gibt uns seinen Heiligen Geist. Schaut, und der Heilige Geist, das ist das größte Geheimnis, glaube ich, das so wenige Menschen kennen. Und dieser Heilige Geist, Gott lässt ihn dann in unserem Herzen leben, sodass wir ein Verlangen, einen Wunsch bekommen, richtig zu leben. Und nicht nur den Wunsch bekommen, sondern wir bekommen auch die Kraft, die Leidenschaft dazu. Ich glaube, wir kennen die Neigungen, Dinge nicht richtig zu tun. Wir alle kennen unsere Neigungen, auszuflippen, auszurasten, Dinge zu tun und zu sagen, die wir nicht sagen sollten. Und wir haben wie innerlich oft keine Kraft, uns dagegen zu wehren. Aber weißt du was? Gott schenkt uns seinen Heiligen Geist, der kommt und er wirkt wie eine Gegenkraft, die uns befähigt, neue Wege zu gehen. Neue Verhalten einzustudieren, neue Verhaltensmuster zu lernen, Kräfte, die uns einfach nur Gott geben kann. Und noch etwas, das Gott uns gibt, ist das ewige Leben. Leben in Herrlichkeit, Leben in Ewigkeit, Leben bei Gott. Und liebe Freunde, das ist der Grund, warum wir Gottesdienste feiern, weil diese Welt diese Botschaft nicht kennt und weil die Menschheit von dieser Botschaft hören muss. Sie muss hören, Gott bietet den Menschen ein Geschenk an. Aber lass uns noch eines bedenken, über eines nachdenken. Ein Geschenk wird erst dann wirksam oder ein Geschenk wird erst dann wirklich von Bedeutung, wenn wir es wirklich auch annehmen. Und so lädt Gott uns wirklich ein, dieses Geschenk von ihm anzunehmen
und mit Gott versöhnt zu werden. Persönlich muss ich sagen, hey, jetzt bin ich erst 53, bin noch jung, oder? Aber wenn ich zurückschaue, und es ist jetzt 47 Jahre her, es ist immer noch in meinem Leben die absolut wichtigste Entscheidung gewesen. Und das mag jetzt etwas krass tönen, aber es war wichtiger noch, als wen ich heirate, ob ich Kinder habe und welchen Beruf ich wähle. Diese Entscheidung, warum ist sie so wichtig? Weil sie mein Leben verändert hat. Ich denke manchmal, wie würde es meine Frau aushalten mit mir, wenn ich Jesus nicht hätte? Sie hat jetzt Amen gesagt. Und ich möchte uns noch mal ganz kurz vor Augen führen, warum lohnt es sich, diese Entscheidung zu treffen? Schaut, erstens, weil Gott eine tiefe Sehnsucht hat an dir und weil nur er die tiefste Sehnsucht in deinem Leben wirklich stillen kann. Hand aufs Herz, kennst du es nicht auch? Du kommst zurück aus den Ferien und denkst, zwar, es ist schön gsi, aber war das alles? Du hast vielleicht einen Bonus bekommen und denkst, hey, war schön, aber ist das alles? Du hast vielleicht jemanden kennengelernt, du hast vielleicht geheiratet, du hast vielleicht die erste Liebesnacht hinter dir und fragst dich dann trotzdem, war das wirklich alles? Und ich möchte dir sagen, nein. Es war nicht alles. Die größte Sehnsucht, die du in deinem Herzen hast, und die Sehnsucht, die du vielleicht nicht mal in Worte fassen kannst, das ist die Sehnsucht, die Gott stillen kann. Und der zweite Grund ist der, weil Gott den Sinn des Lebens wirklich kennt. Und weil er dir durch die Begegnung mit ihm wirklich Sinn des Lebens vermitteln möchte. Ich habe etwas festgestellt, in dem Moment, als ich Jesus in mein Leben aufgenommen hatte, da hat sich nachher angefangen, eine ganz neue Welt für mich zu entfalten. Ich habe plötzlich gewusst, warum ich hier bin auf dieser Welt. Ich habe plötzlich gewusst, dass Gott mich wollte. Ich habe plötzlich gewusst, hey, wofür es sich zu leben lohnt. Und weißt du was? Ich weiß, wohin die Reise geht. Auch nach meinem Tod. Und ich freue mich auf den Dienstag, auf die nächste Beerdigung, die ich halten darf. Wenn ich Menschen erzählen darf, weißt du was? Die Reise geht weiter. Und du kannst wissen, wohin sie geht. Und das Dritte ist, es lohnt sich, diese Entscheidung zu treffen, weil da einer ist, der dich über alles liebt und der wartet. Weißt du, vielleicht wartet Gott in deinem Leben schon lange, schon lange. Und er sagt dir, lass es nicht Oktober werden. Lass es nicht Oktober werden. September. Oder so wie Heidrun es sagte, hey, dies ist der Tag deiner Rettung. Dies ist der Tag, wo Gott dich ruft. Weißt du, vielleicht bist du hier und vielleicht hast du dich auch einmal abgewandt von Gott. Du warst einmal bei ihm und irgendwo es war gut. Ich weiß nicht, was geschehen ist. Vielleicht waren es Menschen, vielleicht waren es Situationen, Umstände. Und irgendwo hast du dich wieder von Gott entfernt. Ich möchte dir eines sagen, glaub nicht dem Teufel, der sagt, du kannst nicht mehr zurückkommen. Das ist die größte Lüge, die es gibt. Gott hat es unter Beweis gestellt, der Vorhang ist zerrissen, der Weg ist frei. Und weißt du was, und wenn du sagst, ja, hat es schon mal gemacht, aber weißt du was, ich bin trotzdem wieder zurück. Ich weiß nur, in der Bibel gibt es die Geschichte von dem verlorenen Sohn. Der ist absichtlich weggegangen von zu Hause. Der ist absichtlich weggegangen aus dem Vaterhaus. Und hat gesagt, jetzt will ich das Leben geniessen, jetzt will ich meinen eigenen Weg gehen, jetzt will ich mein Leben selber bestimmen, ich will nicht den Gott, der irgendwo dreht. Und weißt du, was die Bibel sagt? Er hat sein Leben genossen in vollen Zügen. Und irgendwann ging es ihm nicht mehr gut.
Das heißt, er ist irgendwo bei einem Landwirt gelandet, war bei den Schweinen, hatte Hunger bekommen, weil es Hungersnot gab in dem Land. Und da hat er sich überlegt, du, gab es nicht einmal einen Moment, da hatte ich etwas, das ich nicht mehr habe. Und weißt du, was die Bibel sagt? Er machte sich auf, er sagte, hey, ich will zurückgehen. Vielleicht gibt es ja eine Chance, dass ich nochmal in das Vaterhaus kommen kann. Und weißt du, das ist das Bewegende in der Geschichte. Der Vater sieht ihn. Und ich habe mich immer gefragt, warum hat der Vater ihn gesehen? Aus dem einen Grund, weil der Vater Tag für Tag auf seinen Sohn gewartet hat. Er sieht ihn von Ferne, heißt es, und er rannte auf ihn zu. Kannst du dir das vorstellen, dass Gott auf dich zurennt an diesem Tag und er sagt, hey, ich habe auf dich gewartet, ich habe auf dich gewartet. Aber weißt du, nur du kannst das Ja ihm geben. Und ich möchte uns vielleicht an diesem Morgen einfach nochmal zeigen, wie wir dieses Ja Gott geben können. Wie wir zurückkommen können, wie wir hineinkommen können in diese Beziehung zu ihm. Wie wir diese Beziehung zu ihm aufnehmen können. Wie wir einen Start mit ihm machen können oder einen Neustart mit ihm machen können. Hier sind ein paar Schritte und es ist eigentlich so ein Zusammenzug aus all den Geschichten der Bibel in vier Schritten. Und so das Erste ist, ich bitte den himmlischen Vater um Vergebung der Sünde, dass ich mein Leben bisher selbst bestimmt habe. Und weißt du, was das Gute dabei ist? In dieser Sünde sind alle anderen Sünden, die wir begangen haben könnten und begangen haben, sind darin eingeschlossen. Wir bitten ihn um Vergebung. Und du weißt, was er tut. Er vergibt dir. Das Zweite ist, ich anerkenne Jesus als meinen Erlöser, weil er an meiner Stelle am Kreuz von Golgatha gestorben ist. Das heißt, ich sage ihm damit, hey, mach mich frei auch von dieser Macht in meinem Leben, von der Macht der Sünde. Erlöse mich davon. Und ich sehe Jesus, dass du das durch deinen Tod am Kreuz möglich gemacht hast. Und das Dritte ist, ich bitte einfach Jesus, in mein Leben zu kommen. Oder für manche vielleicht von euch an diesem Morgen sagst du, ich lade ihn neu ein, komme zurück. Und übernimm du die Herrschaft meines Lebens. Lass mich noch ganz kurz sagen, was heißt Herrschaft? Herrschaft ist nicht etwas Negatives, sondern es bedeutet, ich vertraue diesem liebenden Gott die Führung in meinem Leben an. Ich habe festgestellt, ich führe viele Menschen, aber ich habe festgestellt, ich brauche einen, der mich führt. Und das Vierte ist, ich formuliere diesen Willen in einem Gebet. Und weißt du, wenn das dein Wunsch ist, wenn du an diesem Tag diese Sehnsucht von Gott spürst, dann möchte ich dich jetzt dann gleich einladen, wenn du möchtest, dieses Gebet mit mir zu beten, in dem dieser Wille von Gott aufgeschrieben ist. Heißt dann so, Vater im Himmel, mir ist klar geworden, dass ich mein Leben selbst bestimmt habe und ich von dir getrennt bin. Vergib mir meine Schuld. Danke, dass du meine Sünden vergeben hast, weil Christus für mich gestorben und mein Erlöser geworden ist. Herr Jesus, bitte übernimm die Herrschaft in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben willst. Hey, mit diesem Gebet verändert sich alles. Ich möchte, bevor wir die Möglichkeit geben, das gemeinsam zu beten, möchte ich noch für dich beten. Lieber Vater im Himmel, an diesem Tag bist du hier mit deiner gewaltigen Liebe und Gnade. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass Menschen Teil sind dieses Gottesdienstes hier im großen Saal, Zürich Lounge, im kleinen Saal, zu Hause, wo sie zuhören. Sondern du sagst, dies ist der Tag deiner Rettung. Du sagst, dies ist der Tag, wo ich dich einlade, zurückzukommen. Und Herr,
Du gibst uns heute eine fantastische Möglichkeit. Dies ist dein Angebot, nicht abzulehnen, sondern dies ist dein Angebot anzunehmen. Vergebung, neues und ewiges Leben durch dich zu haben. Und Vater, ich weiß, du liebst jeden Menschen so sehr, so sehr. Ich weiß, dass deine Arme in diesem Moment weit, weit ausgebreitet sind, dass du Menschen nahe kommst. Herr, du siehst, wo Menschen vielleicht Hindernisse im Herzen haben. Gedanken, Erlebnisse, vielleicht Menschen, die sie hindern, dir ein Ja zu geben. Aber ich, Herr Jesus, ich kenne die Geschichten nicht, aber du kennst sie. Und ich weiß eines, deine Liebe und die Zusagen deines Wortes sind größer als all unsere Geschichten, die wir im Leben haben. Ja, müssen wir nicht alle sagen, dass es dort und da in unserem Leben Signale gab, wo wir eben deine Liebe gespürt haben, wo wir gespürt haben, du möchtest wirklich uns nahe sein. Und während wir so im Gebet sind, möchte ich fragen, hey, wie viele Menschen sind hier heute, die sagen, ich möchte dieses Gebet beten. Ich möchte diese Beziehung mit Gott beginnen und ich möchte zurückkommen zum Vater im Himmel und wünsche mir, dieses Gebet mitbeten zu können an diesem Tag. Wenn das dein Wunsch ist, heb doch für einen Moment einfach deine Hand an deinen Platz. Gib Gott damit ein Zeichen und sag ihm, Herr, das ist mein Wunsch. Hier ist mein Ja, hier ist mein Ja zu dir. Herr, ich danke dir. Danke dir. Ich möchte uns alle einladen, stehen wir doch auf und beten wir doch noch dieses Gebet miteinander. Diese Entscheidung für Jesus Christus wollen wir jetzt treffen und wir wollen es mit denen beten, die das an diesem Tag bewusst oder zum ersten Mal in ihrem Leben tun. Vater im Himmel, mir ist klar geworden, dass ich mein Leben selbst bestimmt habe und von dir getrennt bin. Vergib mir meine Schuld. Danke, dass du meine Sünden vergeben hast, weil Christus für mich gestorben und mein Erlöser geworden ist. Herr Jesus, bitte übernimm die Herrschaft in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben willst. Amen. Amen.